Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Autobild. Wir schauen uns heute den italienischen Kreuzer Napoli mal genauer an, wie man den Kapitän skillen kann und welche Module brauchbar sind. Starten wir als erstes mit der Kapitänskillung. Fangen wir gleich bei Position 1 an. Hier habe ich Ladeexperte geskillt. Finde ich sehr, sehr brauchbar, gerade auf Kreuzern. Da man schnell zwischen AP und HE in dem Fall umschalten kann. Dann als zweites vorrangiges Ziel, damit sehe ich, ob ich anvisiert werde, ist natürlich sehr, sehr brauchbar, gerade wenn man gegen den DD spielt, weil wenn der DD auf den Torp-Modus umschaltet, verliert er einen Punkt bei vorrangiges Ziel und wenn er wieder zurückschaltet auf ganz, wisst ihr, hey, der hat getorbt, ich muss dodgen, also nicht nur gut, um zu wissen, wann Incoming Shells kommen, sondern auch um abzuschätzen, wann wird auf einen getorbt. Hier ist es auch noch sinnvoll, vielleicht zu sagen, weil ich eine Napoli spiele, einen Kite-Kreuzer, meine Ladezeit auf den Torpedos zu reduzieren, ist auch sinnvoll, gerade im Competitive, wo man weiß, man spielt nicht gegen sehr viele Schiffe parallel sehr, sehr stark, weil man den einen oder anderen Torpedotreffer mehr generieren kann. Dann als nächstes Adrenalinrausch auf jedem Schiff, finde ich Standard, sollte man immer skillen. Dann Tarnmeister, ganz klar, die Napoli lebt von ihrer Tarnung. Kurzen Exkurs, ne? Ich bin jetzt voll geskillt auf Tarnung. 10-3 ist für einen Cruiser sehr, sehr gut. Die Napoli ist ein sehr tanky Cruiser, was die Napoli dann noch deutlich stärker macht. Dann als nächsten Skill haben wir bei der Napoli sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Napoli kann man sehr, sehr flexibel spielen. Ich habe jetzt Erzklassiger Schütze gewählt. Ist mehr so eine Randoms Skillung, um nochmal meine Secondary-Ladezeit und meine Ladezeit der Hauptbatterie zu skillen, weil Spezialität der Napoli sind ja die SAP-Secondaries, die auch eine sehr gute Reichweite haben. Als Alternative kann man noch überlegen, RPF mitzunehmen. Ist auch sehr, sehr gut, um zu wissen, wo die Gegner sind. Beziehungsweise auch DDDs. Dann haben wir auch als nächsten Skill Inspekteur. Finde ich auch auf der Napoli sehr, sehr stark. Man bekommt jedes Consumable plus 1. Gerade der Smoke und der Heal ist da besonders wichtig. Dann habe ich speziell auch im Competitive nochmal Experte der Überlebensfähigkeit, um nochmal ein bisschen mehr HP zu generieren. Ist da auch sehr, sehr beliebt. Ein guter Skill, der durchaus auch gespielt wird. Eine Alternative kann zum Beispiel auch die schwere AP sein. Wenn ihr sagt, okay, Experte der Überlebensfähigkeit brauche ich nicht, möchte ich nicht, dann hättet ihr hier noch einen Dreier-Skill als Alternative. Dann zum Schluss habe ich noch Läuft wie geschmiert geskillt, um meine Turmdrehzeit zu erhöhen. Kann man machen. Was man auch machen kann, ist hier flinke Aale zu skillen. Nochmal die Torpedogeschwindigkeit von den Torps zu erhöhen. Kann bei der Napoli auch gut sein, für den einen oder anderen Treffer mehr, weil klar, schnellere Torps sind natürlich auch schwerer zu dodgen. Dann zum Kapitän an sich. Hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Luigi Sansonetti habt, dann packt ihn auch drauf. Ist natürlich ein super Trade auf allen italienischen Schiffen, das darf man nicht vergessen. Ist einfach ein sehr, sehr starker Kapitän und wertet gerade italienische Schiffe sehr, sehr stark auf. Der erste Trade ist Schnellfeuer. Das heißt, wenn ihr im Game einen Unterstützer schafft, wird die Ladezeit eurer Hauptbatterie um minus 15% verbessert. Also auf jeden Fall ein guter Skill für einen Unterstützer. Dann weite Ferne. Das ist ein Effekt, der getriggert wird, wenn ihr einmal im Gefecht ein gegnerisches Schiff zerstört. Und der letzte, versteckte Reserven. Wenn ihr in einem Gefecht mehr als 100 Zieltreffer erreicht, bekommt ihr eine Verbesserung auf die Wirkdauer der Verbrauchsmaterial. Also auch sehr, sehr gut, gerade für den Smoke, den man immer wieder braucht. Nicht zu unterschätzen, auch der Heal oder die Damage Con wertet damit die Napoli auch nochmal auf. Dann switchen wir mal rüber zu den Modulen. Hier habe ich in Slot 1 die Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Ganz klassisch. Finde ich einen guten Trade in Slot 1. In Slot 2 habe ich das Schutzsystem für Manövrierbarkeit.
verhindert einfach, dass mein Ruder, mein Antrieb nicht so leicht ausfällt und reduziert auch nochmal die Reparaturzeit von Motor und Steuergetriebe. Alternativ könnt ihr natürlich sagen, hey, Napoli muss man auch nochmal ins Gedächtnis rufen, ist ein schwerer Kreuzer. Das heißt, brennt natürlich viermal und brennt länger. Ja, also 60 Sekunden, nicht nur 30 Sekunden wie ein normaler Kreuzer. Ja, also kann auch eine Möglichkeit sagen, okay, ich will meine Brandchance reduzieren. Auch eine Möglichkeit. Dann ist Slot 3 hier auch verschiedenste Möglichkeiten meiner Meinung nach. Also ich spiele es standesgemäß mit der Secondary-Bewaffnung, weil das nochmal ein Gimmick ist, das ich bei der Napoli hervorheben möchte. Man kann aber auch sagen, okay, ich möchte meine Dispersion buffen bei der Napoli, weil die doch manchmal sehr, sehr streut. Dann gerne auf die Zielsystem-Modifikation 1 gehen. In Slot Nummer 4 habe ich Antriebsmodifikation. Ist so ein Klassiker bei mir. Ich benutze es sehr gerne, um schneller zu beschleunigen, um schneller von der Stelle zu kommen. Klar könnt ihr auch Steuergetriebe hier nehmen. Wenn ihr der Meinung seid, hey, meine Napoli brennt zu lange, könnt ihr hier nochmal die Brandbekämpfungszeit reduzieren. Auch ein möglicher Trade. Erhöht nochmal eure Überlebensfähigkeit. Dann in Slot Nummer 5 würde ich auf jeden Fall Tarnsystemmodifikation 1 empfehlen, weil die Verborgenheit von der Napoli so gut ist. Diese Stärke würde ich einfach nochmal hervorheben. Klar könnt ihr hier auch das Steuergetriebe Modifikation 2 einbauen, aber dann würde ich euch auch empfehlen, hier die Modifikation 1 einzubauen. Um das Ganze nochmal zu ergänzen, bufft natürlich die Wendigkeit eurer Napoli ungemein. Als letztes habe ich jetzt die Feuerleitanlage gebufft, also die Range. Na, ihr seht, ich habe mit der Napoli eine Range von 18,9. Finde ich vollkommen in Ordnung. Könnt natürlich auch sagen, hey, ich will sie lieber auf Reload spielen. Aber gerade wenn man sagt, okay, ich muss auf Long Range ein bisschen was farmen oder brauche mal ein bisschen mehr Range, ist auch wieder Ansichtssache. Ihr könnt auch Reload spielen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Range-Modul für die Napoli ein sehr, sehr guter Trade ist. Das war meine Kapitänsskillung und mein Modulvorschlag bzw. Vorschläge für die Napoli. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo bzw. ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wiedersehen. Bis dahin macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.